Wie dumm von mir. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück ver... Wie kommen wir hier raus? In der Bombe können wir da was machen. Wirklich, wirklich enttäuschen. Auf den Kopf. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Dienstleistung überhaupt vorstellen? Klar. Ich hab gerade keine Zeit, ich muss kämpfen. Ich bin nicht in meine Geschichte. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Okay, Munition. Wieso brauche ich nach? Munition ist gerade ein bisschen blöd. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Ich bräuchte mal Munition. Krankes Arschloch. Erinnerung ist auch was Tolles. Nehme ich auch. Gewehrmunition immerhin ein wenig. Wo geht's jetzt hier raus? Ach du Scheiße. Wie viele von denen sind denn hier noch? Nicht mehr viel von. Scharfschützenmunition. Okay, Scharfschützenmunition ist deutlich effektiver. Okay, ich muss hier mal durch. Erlaubst du? Schön, dass du wartest. Ja, auch ein bisschen unfair hier in der Ecke. So, jetzt habe ich offiziell wieder keine Munition. Der leichteste Modus, deswegen müssen wir nicht gegen eine Armee kämpfen. Wenig Geschosse. Scharfschützenmunition. Sehr hilfreich. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Oh nö. Ah nein. Lass mich durch hier. Oh scheiße. Keine Munition mehr übrig und das Tor noch offen. Noch Pistolenmunition. Als ob die was gegen den bringt.
Heilung. Eine Heilung. Erstaunlicherweise bringt die was. Ein Schuss noch. Der muss jetzt sitzen. Und so habe ich keine mehr. Hier scheint mir gerade auch keine mehr. Nicht großartig. Ach, Kackdreck. Verreckt. Nicht großartig ohne Munition. Ich laufe orientierungslos umher und gucke, wo es nach etwas aussieht. Kacke. Ich habe doch keine Munition. Wie soll das denn was werden? Davon habe ich noch eine. Das hat nicht besonders viel gemacht. Krieg ich hier irgendwo Munition her? Und dann Material für Munition. Bin ich gerade dringend gebrauchen. Irgendwo muss doch hier Munition sein. Scharfschützenmunition. Sehr schön. Es reicht zumindest, um ihn hier Platz zu kriegen. Dann nicht mehr um durchs Tor zu kommen, aber. Was so ist. Na, das ist aber zu leicht. Ist noch nicht zu Ende, oder? Werden wir mindestens noch gegen den Großen kämpfen müssen. Und Heisenberg ausschalten müssen. Wenn das jetzt hier zu Standardgegnern. Nicht gut. Bisher konnte ich die alle besiegen. Ich hoffe, ich muss auch nicht. Ach du Scheiße. Ohne Munition ist das blöd. Ich muss doch irgendwo Munition rumliegen. Oder nicht?
wird chilliger ohne ihn. Keine Munition hier. Ich will das dann mit dem Messer öffnen. Wir können ihn doch nicht messern. Ich habe hier noch eine Waffe mit 6 Schuss. Aus irgendeinem Grund. Okay. So geht's auch. Müssen wir nicht Munition verschwenden. Ja, natürlich. Nee, ist klar. Nein, runter hier. Ich habe einiges vor mir. Ja, so. Einiges vor mir. Interessantes Bild, aber gerade würde die Aussicht ja genießen und ich könnte. Ich sehe mir bloß gerade irgendwie nicht danach. Das Tageslicht. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Okay, das war eigentlich relativ unnötig, die abzuschlachten, aber... Es gibt Zeugs für Munition. Wo ist denn er? Ach du Scheiße. Will er nur noch aufstehen? Das Teilfragment. Können wir da durchkriechen? Das große Übel kommt noch. Sieht ja schon beinahe nach dem Ausgang aus. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir kommen da raus. Oder rein.
Zerkleinerungsschacht. Das klingt gut. Nicht. Menschliche Überreste. Wobei menschlich so eine Sache ist. Ah, großartig. Noch mehr? Also mehrere von der Sorte. Ich habe nicht die Munition dafür. Ich darf mal. Der nächste Safe Point ist zu weit entfernt. Entschuldigt, wenn ich abhaue. Na toll. Auf das Ding. Auf deren Kern. Heilung dringend. Da habe ich ja noch genügend zum Glück. Oh, die Schätze. Gehst du down? Okay, einer weniger. Immerhin. Munition. Das war knapp. Ich bin noch halbwegs gesund. Verdammt. Munitionsprobleme. Ich muss es irgendwie anhalten. Hoch hier. Hoch hier. Ich muss anhalten, verdammt. Ich habe eine Bombe. Irgendwie. Nutzen. Ist das die Sprungquelle? Okay, ich müsste jetzt eine Bombe zwischenwerfen, die ich nicht mehr habe. Und drauf schießen. Eine Munition, die ich nicht mehr habe. Verdammt nicht. Ich hab genug Munition rum.
Interessant finde ich das nicht. Ich wüsste, wie ich die Feuermunition ausrüste. Hätte ich noch 4 davon. Tja. Steuerung. Tastenbelegung. Angreifen. Waffe wechseln, Pause, Karten zum Menü. Sturmkräfte benutzen, Fahrzeichen, Fahrzeichen. Müssten andere Munition einfügen. Bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ich weiß, was zu tun ist. Und 3 Schüsse wollen daran würden wahrscheinlich reichen. Wir haben eine Ente. Alles so pulvert. Vielleicht gibt es irgendwo irgendwas noch. Schrauben zur Herstellung. Das könnte man versuchen. Wie gut das klappt. Eine Mine. Das Zeug zu werfen. Dann werden wir sehen. Das ist eher etwas, was auf dem Boden landen muss. Und bevor da gar nichts passiert. Was ist wohl zerstört? So viel dazu. Machen wir mal einen Spaziergang. Und vielleicht finde raus, wie wir hier dann doch Scheiße nachladen können. Oder ich muss wohl die Suche gehen.
Oh. Rechte Maustaste und F. Aber treffenderweise noch mit 3 Schuss von. Wir müssen jetzt aber sitzen. So viel dazu. Sind das Rauchgranaten oder was haben wir hier? Die kaputt. Und Explosivgeschosse. Schön war's. Ich gehe mal auf Munitionssuche. Ist ja alles frei hier gerade. Irgendwo eine Kiste, die wir übersehen haben, bitte. Vorbeirennen, irgendwo eine Kiste gewesen. Metallreste. Reicht leider nicht. Hier muss doch Möglichkeiten geben. Dass die ganze Scheiße zu laufen. Lauf zum Duke und kauf einfach ein bisschen was. Oder wie? Das wäre etwas lame. Nicht nur früher mal hier dieser Stop aufgespringt. Da liegen jetzt ein paar tolle Sachen rum. Können wir die selbst auslösen? Man muss dann Gegner langlaufen. Wir sehen Verzweiflungsdaten. Wie löst man eine Mine aus? Wenn man drüber läuft eigentlich. Und wenn es eine Zeitbombe ist, dann man wartet. Ich spaziere mal zurück. Ist jetzt ein wenig doof.